Hallo. Hallo und schönen guten Morgen. Ja, meine Augenringe sind wirklich schlimm, wa? Gott, oh Gott. Ich glaube, meine Mutter hatte das auch. Deswegen setze ich mal lieber die Sonnenbrille auf. Also heute ein ganz kurzes, schnelles Thema. Ich habe ja so einige Leute hier kennengelernt im Laufe der Jahre hier in Thailand, in Pattaya. Und ich muss dir sagen, viele verlassen Thailand gerade. Nicht nur viele, ein bisschen übertrieben, einige verlassen Thailand gerade. Und wenn ich frage, du, warum haust du denn wieder ab? Erzähle mir doch mal die Gründe, warum gehst du wieder zurück nach Deutschland oder Österreich oder in die Schweiz? Und dann bekomme ich folgende Antworten von denen. Viele meiner Bekannten verlassen Thailand, weil es gerade wieder Probleme gibt, finanzielle Probleme. Wir hatten bis vor kurzem wieder einen Euro zu 38 Baht gehabt, 39 teilweise, und jetzt fängt das schon wieder an, bei 35, 36 rumzueiern. Und wenn du eine knappe Rente hast, dann ist das natürlich ziemlich übel und das kann man sich hier nicht mehr leisten. Also wenn man nur 800 Euro kriegt und auf einmal sind es 20% weniger, das geht natürlich nicht. Das ist schon mal ganz klar. Deswegen sagen sich viele, ich kann nicht mehr, ich muss zurück nach Deutschland, ich muss, wie heißt das nochmal so schön, Bürgergeld zur Rente beantragen. Nein, das heißt irgendwie anders. Was hat er mir gesagt? Aufschlag oder Zuschuss oder sowas. Aufstockung, genau, Aufstockung hat er mir gesagt, ja. Und ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber das ist eines der häufigsten Gründe, warum Rentner und ältere Menschen Thailand wieder verlassen. Ich merke es auch finanziell, ehrlich gesagt. Deshalb bin ich der Meinung, wie ich das auch in anderen Videos schon gesagt habe, man sollte genug Rücklagen haben und auch mal ein oder zwei Jahre durchstehen zu können. Man kann nicht einfach auch mal einfach ein YouTube-Video machen, um Geld zu verdienen. Das ist unheimlich schwer. Dafür gibt es viel bessere Leute. Ich merke das bei mir. Da kommt so gut wie gar nichts rüber. Ja, ich mache das aus Spaß und Langeweile. Also man kann damit nicht wirklich Geld zu verdienen, außer du bist jetzt der Top-Entertainer oder so. Ja, das nächste Problem ist natürlich das Visumproblem, obwohl es jetzt verbessert wurde. Aber ich habe mal ausgerechnet. Ich bin seit 17 Jahren hier. Ich habe 17 Mal musste ich bei der Immigration antanzen mit Papieren, mit Dokumenten und musste diese unangenehme Prozedur über mich ergehen lassen. Und ungefähr sagenhafte 67 oder 68 Mal habe ich 90 Tage gemacht. Das nervt, wenn der Zeitpunkt da ist. Es sind ja immer nur ein paar Stunden, aber der Tag davor, sich damit zu beschäftigen, das nervt unwahrscheinlich. Man fühlt sich irgendwie so, naja, wie wenn man ins Gefängnis muss, oder? Wenn man denn gerade wieder ist, das Visum zu machen oder die 90 Tage. Ansonsten ist das ja relativ wenig. Aber viele verlassen Thailand und sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr. Meine Frau kann nach Deutschland kommen, da mache ich einmal ein Visum die ersten 3 Jahre und dann kann sie in Deutschland bleiben. Das ist alles kein Problem. Da habe ich keine Probleme. Dann haben wir zweimal ein Einkommen. Sie kann nebenbei arbeiten, wenn sie noch nicht so alt ist. Ich habe meine Rente. Das sind Sprüche, die ich höre, ja. Verrückt, oder? Aber ich denke, in den letzten 2 Jahren nach Corona sind bestimmt 10 von meinen Bekannten wieder nach Deutschland, nach Österreich gegangen. Und das nächste ist die kulturelle Anpassung. Ich habe auch mal ein Video darüber gemacht. Es gibt tatsächlich noch ältere Herrschaften, die jetzt nach Thailand kommen, die ein Jahr hier sind, nach Corona ausgewandert sind. Die kommen einfach mit der Kultur nicht zurecht. Thailand, Pattaya ist im Prinzip keine laute Stadt, keine leise Stadt. Pattaya ist, oder Thailand ist ein junges Land mit jungen Menschen bis jetzt noch. Das heißt also, es ist laut, es wird Party gemacht. Ich wohne in East Pattaya. Und wenn ich bei mir morgens um 4 Uhr aufstehe und mache bei mir das Fenster hinten auf, das Richtung Pattaya rausgeht, wir sind ungefähr 1 Kilometer ungefähr von der Beach Road, Sukhumvit entfernt, dann höre ich den Wind, höre ich die Musik, wenn in Pattaya an der Beach Road Musik ist, dann kommt das bis zu mir rein, ja. Und wenn ich manchmal nachts im Sommer, im Januar keine Aircon anhabe, dann höre ich das auch, wenn das Fenster auf ist. Und viele, die praktisch auf der Nordseite wohnen oder direkt in dem City-Bereich, die können nachts nicht schlafen, die ein billiges Apartment für 5000 Baht haben. Das ist zu laut, das Gedröhne und der Lärm. Und sagen, nee, ich komme mit der Kultur nicht klar, ich komme mit dem Essen nicht klar. Die können das Essen sich auch nicht ändern, denn westliches Essen ist hier sehr teuer. Entschuldigung, wenn das so laut ist. Ich versuche das leiser nachzumachen nachher. Die Umweltgeräusche. Und ein weiterer Punkt wäre, hört sich gut an, oder? Ein weiterer Punkt wäre natürlich,
das Wetterproblem. Viele in unserem Alter, da sind wir mal ehrlich, kommen überhaupt nicht mit dem Wetter zurecht. Jetzt ist es angenehm um diese Uhrzeit. Es ist strahlend blauer Himmel, wie man sehen kann. Die Temperaturen sind angenehm, ja. Aber wenn die hohe Luftfeuchtigkeit da ist, ich muss mal aufstehen, mir tut der Hintern weh, sorry. Also, aber wenn die hohe Luftfeuchtigkeit da ist in der Regenzeit, oder denken wir nur mal März, April, ein bisschen Mai noch, dann halten das viele Leute nicht aus. So, jetzt muss man sich mal vorstellen, du bist, sagen wir mal, 70 Jahre alt, du bist wetterfühlig, du hast bisher nur die vier Jahreszeiten gekannt in Deutschland, du liebst Frühling, den Herbst, ein bisschen den Winter, den Sommer, und dann kommst du hierher, bist ein Jahr hier und bist nicht im Urlaub hier, sondern du lebst hier. Dann bekommst du das erstmal mit, wie knackig das ist, wie heftig das ist im April, ja? Wie heiß das ist, 40, 42 Grad. Und wenn du in einem Apartment lebst, und die ganze Zeit knallt die Aircon und du musst mehr bezahlen als den normalen Strompreis, dann hast du auf einmal eine Aircon-Rechnung, eine Stromrechnung von 5, 6, 7.000 Baht, also rund 180 bis 200 Baht im Monat. Und dann kommt die Miete dazu und dann kommt der schlechte Baht dazu oder der gute Baht und der schlechte Euro, also das Verhältnis, dass es nur noch 35 sind statt 38. Ja, was machst du dann? Dann knabberst du auf Zahnfleisch. Da sagen viele, du, das kann ich auf Dauer nicht. Ich stell dir mal vor, die ganze Geschichte geht runter auf 29. Du, dann hätte ich auch ein Problem. Deswegen sage ich auch immer wieder, spare Geld. Lege dir Geld zurück, dass du genug Kohle hast, wenn mal miese Zeiten sind. Ein weiterer Grund, der mir gesagt wurde, es wurde ein bisschen herumgedruckst. Es wurde auch nur angedeutet, das sind persönliche Probleme. Und ich weiß, was da passiert ist bei dem einen oder anderen. Man hat eine attraktive junge Frau kennengelernt und man ist zusammengezogen. Man hat zum Glück nicht gekauft, sondern nur gemietet. Und nach einer gewissen Zeit stellt man fest, man ist enttäuscht. Die Beziehung ist doch nicht mehr so, wie man sich die vorgestellt hat. Man ist doch nicht so glücklich, was man sich vorher erträumt hat, ja? Das Kulturelle stimmt da nicht mehr, die Gemeinsamkeiten stimmen nicht mehr. Gemeinsam vor dem Fernseher sitzen stimmt nicht. Sie will einen Thai-Film gucken, eine Thai-Soap-Opera. Er will einen deutschen Film sehen auf ZDF-Mediathek oder was weiß ich, ja? Dann hast du so ein kleines Apartment, sitzt mit deiner Frau im Bett. Die erste Zeit ist vorbei, wo man jeden Tag Spaß hatte. Man hat sich aneinander gewöhnt. Im Alter ist man sowieso nicht mehr so dahinterher, aus meiner Sicht gesehen. Ja, dann hängst du da mit einer netten Frau, die 10, 15 Jahre jünger ist als du, zusammen. Und man versteht sich nicht, man hat sich nichts mehr zu sagen. Dann ist man innerlich enttäuscht, weil man vorher was anderes kannte. Weißt du, was ich meine? Dann gibt es auch niemanden, mit dem man sich so richtig austauschen kann. Bei mir ist es ja auch so, dass ich keine wirklichen Freunde habe hier in Thailand. Da kann man nicht einfach mal rumfahren. Du Atze, ich komme mal vorbei, wir unterhalten uns mal ein bisschen über dieses oder jenes Problem. Und das ist natürlich nicht so gut. Jetzt muss ich mal kurz den Mund halten, da kommt jemand vorbei. Ich bin übrigens hier hinten wieder am Stadion hier. Im Outdoor-Stadion in Pattaya, am Park. Hier sieht es morgens immer so ein paar Jogger. Herrlich, oder? Ja, also es fehlt die emotionale Verbindung zu einem Menschen aus dem eigenen Kulturkreis. Ich glaube, das habe ich jetzt richtig ausgedrückt. Ich muss zugeben, das ist bei mir manchmal auch so. Ich bin jetzt über 20 Jahre verheiratet. Meine Frau und ich verstehen uns gut. Es gibt immer mal Probleme, aber im Großen und Ganzen ja. Ich habe auch noch Freunde in Deutschland. Und auch hier wird es immer weniger leider, weil einige abhauen, wie ich gerade sagte. Aber diese kulturelle Verbundenheit, über Dinge zu sprechen, die die andere Person kennt, ohne dass man da großartig erklären muss.
Weißt du, wenn ich zum Beispiel meiner Frau erklären muss, wenn ich ein gewisses Problem habe oder einen Gedanken habe, dann weiß es ein westlich orientierter Mensch sofort, was ich meine. Aber hier in Thailand muss ich das erklären. Ja, warum bist du denn heute nicht so gut drauf? Was ist los mit dir? Dann sage ich, naja, man hat schon mal so melancholische Momente. Ja, aber was ist denn mit dir los? Du kannst doch zufrieden sein, du bist in einem tollen Land, du hast eine tolle Frau, du hast schönes Wetter. Da kannst du das nicht erklären, weißt du das? Das geht nicht. Oder wenn man sich mit der Politik beschäftigt, mit den Problemen in Deutschland, was da los ist, dass man sich Sorgen macht über sein Heimatland, obwohl man nie wieder zurückgeht. Naja, okay, das sind also die 5 Gründe, warum die meisten nach Deutschland zurückgehen, die ich gerade aufgeführt habe. Ich denke mal, da gibt es noch einige mehr. Einsamkeit, natürlich, denke ich mir. Gut, dann bedanke ich mich und mit diesem herrlichen Blick verabschiede ich mich und wünsche einen schönen Tag.